Herzlich willkommen zum N-Tower Insight Video 4. Ich bin gerade voll im Kölner Dom, wie man gerade hier sieht, und warte auf den Erik. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick vom Kölner Dom und von der tollen Treppe, wo ganz viele Leute sitzen. Und während ich hier gerade auf den Erik warte, chill ich hier noch ein bisschen am Bahnhofplatz. Und ja, ich würde sagen, ich mache die Kamera dann wieder an, wenn es was Spannendes gibt. Bis dann. Wie versprochen, schalten wir nochmal ein. Sehr herrlich hier das Ganze. Und zwar sind wir hier im Ibis Hotel. Und wir haben uns gerade überlegt, also Erik und ich, dass wir euch unser Hotelzimmer zeigen. Wo ist Erik? Ich bin hier. Bist du Erik? Ich hab Angst. Ist das nur eine Masche? Dim, 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 dim. Ah. Guten Tag, kommen Sie rein, hier im unserem gigantischen, verdammt die Tür geht dazu, unserem gigantischen Hotelzimmer. Oh, ein Bett. Das ist unser Bett, ja. Unser Ehebett. Der Dennis wird sich wahrscheinlich heute Nacht wieder an mich rankuscheln. Das mag ich doch so sehr, Erik. Ja, dann haben wir einen gigantischen Kleiderschrank, wie man hier sehen kann. Also mit mindestens einem Fach. Mit einem Fach, aber hier haben wir natürlich noch mehrere ja, Fächer. Ja, natürlich, aber da haben wir schon dabei einfach das Essen reingestellt, weil das ist ja wichtiger als der Wirt. Gesund. Wir haben einen unglaublich gigantischen HD-Fernseher, muss man dazu sagen. Also der Spiegel da? Ja, das da sowieso. Da läuft gerade Tuna Hafman. Den Sender dürfen wir nicht zeigen. dann haben wir haben ein Bett. Ein Bett. Ich habe das schon erwähnt, dass wir ein Bett haben. Wir haben ein Bett. Wir haben Lampen, einen Tisch zum Arbeiten. Unser Workstation. Genau. Und ja, das war's. Wir haben doch das Beste vergessen, oder? Ja, das Bad. Das Bad ist natürlich wunderschön. Muss man sagen. Ich muss mich mal hübsch machen hier, wenn ich für unsere User gut aussehe. Aber wir haben noch die geheime Kammer. Da sperren wir böse User ein. Hier haben wir eine tolle kleine Dusche. Das heißt, da kann leider nur einmal einer duschen gehen. Einen tollen Spiegel mit einem Waschbecken. Was ich bei einem Waschbecken ein bisschen blöd finde. Und jetzt sperre ich dich ein! Nein! Man hat hier kaum Platz irgendwie, so finde ich. Das sind natürlich First World Problems. Und wenn man auf der Toilette sitzt, kann man direkt mit der Wand knutschen. So eng ist das hier. Ja, das macht er. Und aus dem Fenster gucken noch nebenbei. Ja. Ja, genau. Lass mal hier die Skyline von. Naja, das ist ein bisschen. Oh, das. Oh Gott! Kann man nicht. Kann man nicht? Nee, das ist bestimmt zum Schutz. Los hier. Oh, doch, kann man. Oh. Wenn man rausspringen kann. Das da hinten ist nicht der Dom. Doch, das ist jetzt. Gehen wir einfach mal an, dass wir eine tolle Aussicht ich mein, haben. Ich meine, das ist der Dom, ja. Ja, doch, ist der Dom. Und hier sind tolle Wohnungen. Da filmt man nicht hin. Oh, sorry. Ich bitte dich, Dennis. Ach. Wenn da jemand ist. Hallo. Gut. Und da vorne hat es gebrannt, so wie die Brandwolke da vorne aussieht. Ja, so ein bisschen. Na gut. Oder da ist eine was war das? Ist das nicht ein Kraftwerk? Das war's. Factory. Ich glaube, das ist das englische Wort. Okay. Ja, schön. Und die nächsten Tage werdet ihr massig Informationen von uns erhalten. Muss in den Spiegel gucken, das kommt ja wieder. Ich muss ja erstmal hier zumachen. Massig Informationen erhalten auf unserem N-Tower Twitter-Account. ntower_de oder ihr folgt uns direkt auf Twitter selbst. Bei mir wäre es Struppi mit 3i und beim Dennis war es Denio252. Ja. 252, genau. Da könnt ihr uns folgen und ich mache auch ganz viele lustige Videos mit Wine. Und ja, daher könnt ihr immer super aktuell sein. Und natürlich laden wir auch coole Videos, Gameplay-Videos auf YouTube hoch. Und natürlich auf YouTube uns abonnieren, wie immer. Like, comment and subscribe. Und ja. Das war mal eine andere Folge von N-Tower Insight Nummer 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like, comment and subscribe. Und ja, hoffentlich sehen wir euch auf der Gamescom. Bis Wenn dann, ja, dann sagt ihr uns Bescheid. Tschüss. Ciao.